So, an den verschwenden wir jetzt einen unserer letzten Wurfpfeile. So. Mit einem schönen Luftattentat ihn getötet. Oh, oh, oh. Fast noch ins Wasser gefallen. So. Dann müssen wir noch ein kleines Stückchen hier an Land lang. Frisch gefangene Igel. Ach, schön. Ich nicht. Gerade nicht. Adalas ist gerade nicht so angesagt bei mir. Und hat auch nicht so eine Not. So, wir warten jetzt noch mal kurz hier, bis wir sie wieder sehen. Denn die Damen und Herren sind nicht allzu schnell unterwegs. Aber warum habe ich keine Heilung mehr? Das ist ganz komisch. So, wir müssen wieder hoch, denn ich habe mich verdluckt. Und eine Feder. So. Wir springen hier oben entlang. Halten uns schön fest, lassen uns hier runterfallen. Ich weiß nicht, aus welchem Loch du gekrochen bist, aber du hinterlässt deine Spur, die nach Kuhscheibe riecht. Ja, ja. So. Bewegen die sich jetzt noch? Nein, natürlich nicht. Boah. Mensch, jetzt bin ich wegen denen zu weit gerannt. Das passiert mir jedes Mal. Wieder hoch. Und hüpf. Hüpf. Hier runter. Und mit dem Köpfer da rein. Ja, einer ist tot. Ist ja nicht so schlimm. Einer von dreien. Dann gehen wir mal runter. Idiota. Beten kannst du später. Auch Code Demonio. Ich muss zu... Einfach ich mal die Leichen ins Wasser geschmissen. Vorsicht. Lass mich das machen. Geht und sucht Antonio. Jesus, Hugo, tu, was er sagt. Jetzt geben wir schon die Neuen die Befehle. Klar. Arschloch. Hey, hey. Aufwachen. Ja, erstmal, jetzt erstmal wieder tragen, typisch. So, wir tragen sie. Schätze mal, einfach den Weg hier lang. Wir brauchen Hilfe. Weil es gibt ja keinen anderen. Wo ist Antonio? Macht euch nützlich. Schafft Platz für sie. Genau. Legt sie dort ab. So. Ich kann ja nicht mal rennen. Drücke X für ablegen. Daheim. Hilfe ist auf dem Weg. Oh Mann. Dank. Jetzt ist meine Rosa, Hand rot. Was ist passiert? Hol einfach das Ding da raus. Bald, bald. Sehen wir uns das erst an. Sauber ein- und ausgedrungen. Das ist gut. Hol ihn raus! Rosa, wir müssen aufpassen, dass... Sofort! Weiber. Wie du willst. Sag nichts! Tut mir leid, Piccola. Piccola, schieb dir dein Mitleid in den Hintern! Geh, hol Bianca, mach schnell! Ihr müsst mir helfen. Die Frau ist ein sauberes böse. Tuch. Sauberes Tuch? Wenn ich die Hand wegnehme... Drückt den Stoff in die Wunde. Seid ihr bereit? Nein. Jetzt. Und drücke. Oh, Caputana! Ben Fatto. Ihr arbeitet gut unter Druck. Immer. Sie hat Temperament, die Kleine. Messere Ezio. Avanti! Bringt sie hinein, damit Bianca die Wunde schließen kann. Das wird wieder. Das Schlimmste ist vorüber. Ich wünsche dir die Pest, du Bastard! Dir und deiner dreckigen Hure von Mutter! Ja, die hat echt Temperament. Rosa ist mir sehr wichtig. Würde ich sie verlieren? Ich hatte immer eine Schwäche für Frauen in Not. So sagt man. Tut nicht so überrascht. Wir wissen alles über euch, Sir Ezio.
Über eure Arbeit in Florenz und in der Toskana. Gute Arbeit, wenn auch etwas ungeschliffen. Dann wisst ihr, warum ich in Venedig bin. Ich ahne es. Wenn ihr eine Minute habt, kommt in mein Büro. Wir haben etwas zu besprechen. Haben wir die Minute oder gehen wir auf... Naja, wir haben die Minute. Ach, hier ist auch ein... Avanti. Prego. Kann ich euch etwas anbieten? Biscotti und Kaffee. Was ist Kaffee? Ein interessantes Gebräu, das ich von einem türkischen Händler habe. Hier, kostet doch mal. Probieren wir den Kaffee? Etwas bitter, wenn ihr mich fragt. Irgendwas fehlt da noch. Ich weiß nicht, habt ihr es mal mit Zucker probiert? Oder Milch? Ich schätze, es ist eher etwas für Kenner. Aber genug davon. Wo waren wir? Der Fehlschlag am Palazzo wirft uns zurück. Davon müssen wir uns erst erholen. Sicher wird Emilio die Zeit nutzen, seine Verteidigung zu stärken und die Unterdrückung des Bezirks fortsetzen. Wir haben nicht dieselben Motive, aber wir haben dasselbe Ziel. Sammeln wir unsere Kräfte und versuchen es erneut. Übereilte Taten bringen nur weitere Verluste. Nein, wir müssen abwarten und neue Pläne schmieden. Ich kann nicht untätig herumsitzen und warten. Nun, das müsst ihr nicht. Arbeitet mit uns. Meine Männer rappeln sich bereits wieder auf. Geht zu ihnen. Sie werden euch beschäftigen. Je eher ihr ihnen helft, desto eher können wir zuschlagen. Okay, ja. Molto bene, Messere. Akzeptiert. Messere. Eine weise Entscheidung. So, wir haben jetzt einen neuen Auftraggeber bekommen. Aber wir machen jetzt erst noch das Adlerauge an. Ja, hier war es doch irgendwo. Ah. Klettern wir erstmal die Wand hoch. Nein, zu dir wollen wir nicht. Noch nicht, junge Frau. Ah, nein, es geht ja erst später. Kacke. Da geht's hoch. Da können wir ohne Probleme noch hochklettern. Und dann klettern wir noch höher. Und suchen die Glyphe. Indem wir Adlerauge anschalten. Da ist die Glyphe. Ja, wunderbar. Schrägspringen ist doch schön. Und dann lösen wir das Glyphenrätsel. Siehst du, verstehst du, was los ist? Noch nicht. Schon bald. Machtinstrument. Datei freigegeben. Mit ihrer Macht mähten sie ihre Feinde nieder. Also, genau. Auf diesem war es, glaube ich, wo man überall ein Schwert sieht. 5 Bilder mit einem Schwert. Also 1. Hier nicht. 2. Ah, wir gehen mal die ganzen Titel durch. Otto von Bismarck, Deutschland, ein Deutscher. Perseus, Griechenland. Attila, der Hunne, Eurasien. Samson, Hebräisch. Alexander der Große, Mazedonien. Sigmund, Nordisch. Charlemagne, würde ich jetzt mal behaupten, Französisch, Europa. König Arthur, Britannien, hat ein Schwert. Jeanne d'Arc, Frankreich, ist auch ein Schwert zu sehen. Aeneasis, Troja. Irgendwo muss noch was zu sehen sein, ein Schwert. Nein, das ist falsch. Nein. Ja, Attila war noch ein Schwert zu sehen. Edensplitter 25, Schwert. In ihren Händen lehnen sich die Weisen auf eine große Macht. So.
Ich schätze mal, oder ich weiß, dass es mit den Stäben zu tun hat. Also überall, wo ein Stab zu sehen ist. Aber erst gehen wir wieder die ganzen Bilder durch. König Ludwig der 14. Frankreich. Kaiser Sun Chi, China. Johannes der Täufer, Jerusalem. Achilles, Griechenland. Amenhotep der Dritte, Ägypten. Alexander der Große. König Ferdinand und Königin Isabella, Spanien. Shabataka, Ägypten, hat einen Stab in der Hand. Petrus, Jerusalem. Wiss! Will der mich jetzt verarschen? Dann nehmen wir das raus. Auch nicht. Hä? Der hat keinen Stab. Der hat eigentlich auch keinen Stab. Stab. Mach mal den mal raus. Auch nicht. Hä? Ah, muss das alles so aussehen wie dieser Stab? Okay. Dieser Stab wird uns später auch noch begegnen. Passcode gefunden. 8149.